Fand ich so heavy, ne? Gehe ich mal von aus, weil ihr seid nur im Fortnite-Hype, Jungs, habe ich recht? Nee, aber I don't know, ich freue mich auf jeden Fall mega, Digga. Nein, Bruder, chill, warte doch. Bruder. Ich will mit dir reden. Halt! Guck mal, wie aggressiv der Ben ist. Ben ist so aggressiv. Oh mein Gott. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Ey, 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 Bruder! Bruder, er killt mich! Ich dachte, wir sind Freunde. Oh! Fuck! Holy shit! What the fuck? Oh mein Gott. Clip. Weißt du, wenn man es kann, dann kann man darauf irgendwie auch nicht stolz sein. Also ist auch nie schlimm, wenn ich es nicht kann. Ich kenne jeden Fortnite-Dance und ich lebe dafür. Ist das eigentlich dieser Tanz hier? Ist der durch Fortnite? Nein. Ramo hat hier den Raketenwerfer, wird angeschossen, wird gelasert, stark gelasert. Es ist ein 1 und 1 mit Ether und Ramo. Ich kann mich nicht behalten. Ether, 5 Eliminierung. Das sichere 4 Punkte für Ether. Der ist schon in die Top 10 safe, egal was passiert heute Abend. Nee, das wissen die doch. Oh mein Gott, und er misst den Shot. Was sehen wir denn heute hier? Das ist, glaube ich, das Spannendste, was man hier gerade in Fortnite erleben kann. Und er hittet ihn und holt sich Kamo. Oh mein Gott, was für ein sicherer Deagle-Hit. Und da kommt sofort der Emote gegen Kamo. 6 Eliminierungen, 1. Platz. Isa hier on board. Was für ein Spektakel. Ich glaube, 5 Eliminierungen, 2. Platz. Am Ende des Tages ist es genau das, was wir hier sehen wollen. Die beiden Jungs von Ghost Gaming mit dem Controller holen sich hier im Finalen. Die beiden Controller-Spieler 1 und 1 im Finale? Ey, Achtung, die sind. Eine ist hinterm Morgen bei. Also die halten rechts auf Südwesten mit dem Team. Ah, die sind da. Der auf Südwesten. Jo, die sind im Morphfeld, glaube ich. Ja, dann lass uns langsam zu. Oh mein Gott, Alter, holy fuck. Dieser Snipe. Jetzt echt nicht, aber. Kann ich einer klippen? Alle. Kennt ihr das? ASMR Füße. Oh, Bruder. Oh ja. Stellst du dir vor, wie ich dir einen Foodjob gebe, du dreckige Sau? macht.